Die Handschrift eines Menschen sagt viel über ihn aus. Denn jede Handschrift ist einmalig und unverwechselbar. Das Schriftbild einer Frau ist eher rund und weich, das der Männer eher eckig und kantig. Und bei Ärzten ist sie meist nur unleserlich. Eine Veränderung des gewohnten Schriftbildes kann schon vor Ausbruch der Krankheit ein erstes Anzeichen für Parkinson sein. Die Handschrift ist oft verkrampft und zittrig. Aufgrund der Bewegungsarmut bei Parkinson-Erkrankten kommt es infolge des Zitterns, Tremor und der Steifheit, Rigor, zu einer Veränderung des Schriftbildes. Oft wird die Handschrift im Laufe der Erkrankung immer kleiner und unleserlicher. Der Fachbegriff dafür ist Mikrographie. Weitere Schriftmerkmale der Erkrankung sind eine Verlangsamung, verminderte Druckgebung, geringerer Verbundenheitsgrad und Winkel anstelle von Bögen. Spezielle Schreibtherapien helfen, die Bewegungsabläufe zu üben. Auch eine gute Medikation kann dazu beitragen, dass das Schriftbild lange leserlich und einheitlich bleibt. Auch mit Parkinson sind Liebesbriefe etwas Wunderbares und können weiterhin mit Herz und Hand geschrieben werden.